Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed 3. So, wie ihr seht, wie gesagt auch, wir machen die Seefahrt. Und dazu starten wir jetzt eins nach dem anderen durch. Wir holen erst alle vier Teile mit diesem Symbol, ja, mit den kleinen Schatzkarten, die wir uns sozusagen organisiert haben. Ich hoffe, Faulkner hat recht. Wie jemand an die Nordwestpassage glauben kann, ist mir ein Rätsel. Ja, wie gesagt, das werden wir jetzt mal hier absuchen. Und den Rest der Seefahrt auch machen. Jetzt sind wir also auf der Nordwestpassage. Im ewigen Eis, also Antarktis. Nee, Nordpol, Entschuldigung, Nordpol. So. Wir stiefeln hier durchs ewige Eis. Die Octavius. Hendrik van der Holz, erstes und letztes Kommando. Oh. Lasst mich raten, ich darf nicht ins Eis einbrechen. Ins Wasser. Halt. Hier ist eine Kiste. Okay. Oh. Jetzt muss ich ja noch fix sein. Ich habe keine Ahnung, wo lang jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe. 8 Sekunden oder? Noch 2 Sekunden hatten wir Zeit gehabt. Wahnsinn. Okay. Noch eine Kiste? Oh, warte mal. Wenn wir da Geld bekommen. Okay. Nee. Wieder zurück. So. Also das Geld kann ich auf jeden Fall fürs Schiff gut gebrauchen. Das ist schon mal sehr gut. Okay, ich würde jetzt sagen, keinen Weg gesehen, aber ist okay. Connor sieht den. So. Los, nicht ins Wasser fallen. Oh, da sind sie erfroren. Oh. Leute im ewigen Eis gefangen. Für immer. Das war's. Oh, hier ist ja noch jemand erfroren. Oh, da auch. 3. 4. Ja. Aha. Ein Moment. So. Okay, und... Sehr schön. Hier kommen wir wieder hoch. Gut. Na. Hier rein. Ich bin nicht da. Ich bin jetzt nicht da. Kann sich jemand anders drum kümmern. Da lang. Hendrik van der Heul. Captain Kids Quartiermeister, der selbst Captain wurde. Die Passage, die du gesucht hast, gibt es nicht. Ich hoffe, du hast nicht lange gelitten. Naja, Nordwestpassage gibt es doch. Nein. Ah, ist das so unfair. Jetzt muss ich an die Tür ran. Oh. Ich habe seine Hand verloren. Oh, Mist. Oh.
Ich muss raus aus diesem Ding. Ich muss hier raus. Ja. Ich weiß, Connor. Beeil mich ja schon. Oh Mann. Das war knapp. Na los, renne. Nein. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Wow. Ich darf mich hier nicht fangen lassen. Ach so. So. Hoch, 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 Connor. Ich habe nicht viel Zeit. Ja, ich weiß. Hä? Ja, im Moment sehe ich nicht, wo lang ich hier muss. Ach so, hier nach oben. Ja. Dieses blöde Getringel, ey. Warum die nicht rangehen? Nein, da muss Papa sich noch drum bemühen. Ich darf mich hier nicht anlassen. Okay, dann noch mal hoch. Ich habe nicht viel Zeit. So, hier hoch. Na los, hoch da, hoch da, hoch da. Hey! Ach, geschafft, okay. Das war's. Jetzt wäre beinahe das Lederstück versunken für immer. Gegenüber des Felsens, der nicht passt. Gegenüber vom Felsen, der nicht passt. Ja, super. Keine Ahnung. Okay. Dann können wir ja noch mal ganz kurz hier. Wie 13.000 kostet das? Spitzgeschosse. So. Jetzt können wir schon mal mehr kaputt schießen. Ach, guck mal. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier andere Sachen zu machen. Okay. Dann machen wir erstmal hier. Das nächste Teil. Entschuldigung, der Stuhl knarzt. Immer noch so doll. Ach ja, irgendwann habe ich das Geld für einen neuen Stuhl. Oh. Lass mich raten, wir müssen bestimmt hier unbemerkt rein und wieder raus, ha? Das Fuhr ist nicht verlassen, wie es sein sollte. Ist so besetzt wie nur möglich. Dann brauche ich etwas, um sie abzulenken. Sobald ich außer Sicht bin, warte 10 Minuten und beschießt sie. Ich schlüpfe im Schutz des Feuers durch. Ei, ei, Captain. Klingt recht gefährlich, aber du schaffst das schon. Glaub kaum, dass sie verurteilte Piraten wie Lucky Lem oft aus der Zelle lassen. Also, wenn seine kleine Schriftrolle irgendwo ist, dann da. Okay. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit nur. Präsentiert das Gewehr! Feuer! Position 1! Achso, sie üben. Position 2! Los! Hey, hoch da! Achso.
Attentat vom Vorsprung. Okay. Ich muss außen herum, um den Innenhof zu meiden. Ah ja. Bestimmt nur eine Seemöwe. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Ach so. Ah, wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir plündern den nochmal schnell. Vielleicht kriegt er noch eine Kugel. Jo, kriegt noch eine Kugel. Okay. Ich sehe zwar gar nichts, aber ist egal. Seht ihr hier was? Ich nehme mich nicht. Aha, da entlang. Da, okay. Nein, nein, nein. Das war jetzt nicht so geplant, dass wir entdeckt werden. Es gibt nur eine Seemöwe. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Ich komme übers Meer, um eine unbedeutende Insel zu bewachen. Das wird sicher meine letzte Dienstzeit. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage, Sir, ich gehe nach Hause. Ich habe genug von diesen sinnlosen Einsätzen. Da oben hast du nichts! Er ist nicht tot, nur bewusstlos, eigentlich. Er hat ihm jetzt nicht das Genick gebrochen. Bleib auf dem Boden, ja? Ach, Mist. Okay. Aber es ist... Stimmt nur eine Seemöwe. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Es ist absurd. Ich komme übers Meer, um eine unbedeutende Insel zu bewachen. Das wird sicher meine letzte Dienstzeit. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage, Sir, ich gehe nach Hause. Ich habe genug von diesen sinnlosen Einsätzen. Ja, Qui-Gon Jinn, alles okay. Runter, du Bastard. Komm, hey, runter. Warum? Warum hat er das jetzt nicht? Es ist nur eine Seemöwe. Ich bin sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Ich komme übers Meer, um eine unbedeutende Insel zu bewachen. Das wird sicher meine letzte Dienstzeit. Okay, dann machen wir Folgendes so. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage, Sir, ich gehe nach Hause. Ich habe genug von diesen sinnlosen Einsätzen. Hä? Ich weiß warum. Meine Seemöwe sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Das ist absurd. Weil ich Fäuste ausgerüstet habe, anstatt die Klinge. Obwohl, der hat ja eben gerade auch die Klinge benutzt. Meine letzte Dienstzeit. Wenn ich den Hauptmann treffe, sehe ich ihm direkt in die Augen und sage, Sir! Es ist alles vorbei. So, wartet einen Moment. So. So. Kommst du mit? Damit keiner dich hier sucht. So. Ein Pfeil hätte ich gerne, aber trotzdem wieder, danke. So.
Wer sollte dieses Foyer angreifen? Niemand. Gibt keinen Grund. Wir sind nur hier, weil der Hauptmann was verbockt hat. Und was? Ich hab keine Ahnung. Ich wette, die hatte er auch nicht. Lass gut sein. Und halt Wache. Ja, ja. Oder du blutest! Nein! Aha. Was mache ich denn bloß? Habe ich den Fall. Okay. Och, ernsthaft. Oh. Connor. Hör auf, da immer rumzuhüpfen zu wollen. Alte Kanone. Okay. Im Eilschritt. Wenn wir zur Ansprache zu spät kommen, sind wir dran. Beeil mich. Ich beeil mich, ja. Ich sehe ja kaum was am Bildschirm. Sehr schlimm. Kein Vergehen, an dem hier keine Beschwerden über diesen Einsatz zu Ohren kommen. Das Rohr ist unbedeutend. Der General bestraft den Hauptmann für die Sache in Polen. Ich habe genug. Wir sind hier mit dem Befehl, das muss ich euch nicht sagen, Fort Walcott gegen die Rebellen zu verteidigen. Und mehr hat euch nicht zu interessieren. Ihr sollt weder die Strategie kommentieren, noch kennt ihr die Pläne der Rebellen. Also hört einfach auf! Der nächste Mann. Nein, weiter. Hier ist eine Kiste, sehr schön. Und ist nicht bei Trost. Wer tut einem Menschen sowas an? So, na ich. So. Her mit dem Pfeil. Der Frechdachs hat es nicht besser verdient. Sowas darf man nicht tolerieren. Das sollte dem Rest von euch eine Lektion sein. Was er sagte, hat doch nichts zu bedeuten. Bist du ein Pfeil? Ich finde es einfach nicht richtig. Okay. Beide, beide. Okay. Da hinten. Es liegt unter des Adlers Bett. Zeig mal, was du kannst, Rebell. Feuer!
Wow. Ach, Mist, okay. So, er ist tot. Da die ja wissen, dass ich jetzt da bin, machen wir es so. Wir werden angegriffen! Der Hauptmann ist tot! Von einer Kugel getroffen! Wo kommen die plötzlich her? Wer hat das Kommando? Formieren! Formiert euch! Oh, Mist. Ernsthaft, Leute. Packt ihn! Okay. Nein. Ah, hier. Okay. Da entlang. Heiße Füße, Big Connor. Wow, das war ein unkontrollierter Sprung, würde ich glatt sagen. Bist spät dran, Captain. Die Besatzung des Forts war nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Und? Und was? Die verdammte Schriftrolle, du Wattwurm. War sie da? Sie war da, Mr. Faulkner. Du Wattwurm. Das ist eher du Wattwurm. Die Schriftrolle, du Wattwurm. Ja, genau. Sehr schön. Ja, okay. Oh, Mann. So, das heißt gleich das nächste. Der vier Teile. So. 1, 2, 3 und dahin. Der Todesinsel. Death Island. Habe ich das gerade richtig verstanden? Gelesen? Ja, ja, ja. Oder? Dead Chest Island. Okay. Das ist ein Schiffsfriedhof. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Plünderer lieben den Friedhof. Du musst wachsam sein. Okay. Wartet mal. Ich versuche mal die Helligkeit ein bisschen höher zu drehen. Optionen. Grafik. Nee, das nicht. Nee. Kann ich denn hier allgemein vielleicht? Helligkeit. Ah, das ist schon zu hell. Machen wir nur um ein. Also, ja, allgemein. Bisschen heller. Ja, meine Fresse, da sieht man ja auch mal was. Wenn Abel Owens Schiff hier gekentert ist, müssen sie selbst nach etwas gesucht haben. Ja, vielleicht. So. Okay. So.
sind noch mehr Schiffe, die da gekentert sind, so wie es aussieht. Oh, da sind sogar welche auch noch, hä? Wow. Das ist eine kleine Piratengruppe oder was? Noch ein Schiff. Plünderer. Ah. Echt, wo siehst du noch ein Schiff? Seetüchtiges Schiff sehe ich jetzt hier nirgendwo. Aber naja. Leg das hin! Hau ab! Ich hab's gefunden! Das gehört mir! Halt! Ach Mist! Lass mich! Ich hab's gefunden! Was du gefunden hast, gehört mir! Nicht so schnell! Mist! Es gehört mir! Lass mich in Ruhe! Wir haben ihn! Ah, Mist! Ich hätte beinahe auf ihn schießen können! Warum verfolgst du mich? Ich habe nichts getan! Halt an und gib mir, was ich suche! Was meins ist, ist meins! Störenfried! Gib es zurück! Hä? Diese Jagd hast du wohl verloren! Warum? Ja, komisch, dass Connor eben gerade nicht hochging. So. Verdammt! Ein Rohling in der Kutte. Na, ja, von 40 Meter bleiben, klar. Ja, dann halt so. Okay. Ach, naja, Mist. Auch nicht so geschafft, wie ich es wollte. Nahe der Burg des Wolfes. Okay. Ja, nichts geschafft davon. Mann, bin ich schlecht. Aber naja, nobody's perfect. Nicht jeder kann alles. Hauptsache, wir haben das Stück Leder. So, die letzte Mission davon. Die war hier unten. So. Ah, dieser Stuhl. Ist einfach nur schlimm. Jamaika. Oh, verlassenes Haus. Joseph Palmer setzte sich in Jamaika zur Ruhe, in der Nähe dieser Burg. Faulkner sagte, die Schriftrolle landete vermutlich in Lord Louis Hutchinsons Privatmuseum. Okay. Dieser Ort hat viel Böses gesehen. Hm. Na gut. Nein, auch nicht. Nee, dahin kann ich nicht.
Ich soll von dort daran springen? Das geht doch nicht. Ach, von dort darüber und dann so. Mal gucken. Ach, nach oben. Ich sehe es gerade. Nach oben geht's. Oh, herzlich willkommen. Wie beim letzten Mal mit Enzio in der großen Kapelle oder Kathedrale, wo das war. Wo ich stundenlang gebraucht habe, um darüber zu kommen. Weil die Kameraführung so beschissen war. Und diesmal habe ich dazugelernt. So. Okay, eins. Okay, da kommt Papa noch nicht rein. Dann halt etwas später. So, noch eine Kiste. Hop, hop, hop. Hutchinsons Privatmuseum. Kids Schriftrolle muss hier irgendwo sein. Okay. Da ist jemand eingebrochen. Der hat genau nach diesem Stück gesucht. Zwei, drei, vier. Ein, zwei. Okay, gut. Blut. Und da drin. Ja, super. Jetzt verfolgen wir auch noch jemanden. Wurde getroffen. Schuss muss vom Balkon gekommen sein. Von da oben, ja. Du-lu-lu-lu. Wie komme ich jetzt da am besten? Danke, Herr Teddybär. Halt. Oh, über die Stoßzähne. So. Hui, hui, hui. Genau, hoch hier. Ach so, wartet mal. Nee, das geht da nicht. Der Mörder hat sein Opfer verfolgt. Doch wo lang? Ich will da oben die Kiste noch haben. Der Mechanismus der Maske ist kaputt. Trotzdem will ich da nach oben, Connor. Komme ich denn da zur Kiste jetzt erstmal hin? Ganz kurz mal überlegen. Wenn ich jetzt da wäre, da hätte ich nirgendwo hingekonnt. Nein. Ich musste also hier rüber springen, ganz normal, ja. Keine Ahnung, wie ich sonst jetzt darüber gekommen wäre. Okay. Eine dicke, fette Kanone. Die hat sich in ein Gewehr gekrallt. Yep. Ja.
Ohne nachzuladen, doppelt. Okay. Na. Nochmal interagieren. So. So, einen Moment, komme ich jetzt hier? Nee, ich komme hier echt nicht an die Blöde. Aha, einen Moment. So. Wir haben fast 13.000 zusammen. Das heißt, unseren Rumpf können wir auf jeden Fall damit verbessern. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir unseren Rumpf damit verbessern können. Ich verstehe nicht, wie hier jemand leben konnte. Kein Wunder, dass Hutchinson verrückt wurde. An einem Ort wie diesem. Ja, da haben wir was zum Hochlaufen. Wieder. Na, durch die Uhr, genau. Blutige Handabdrücke in der Uhr gefunden, okay. Die Waffe. Das war gerade ein wenig anstrengend. Da hat sich gerade mein Rechner gerade ein wenig selbstständig gemacht. Aber es geht weiter, es geht weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie lange die andere Aufnahme war. Das ist das Problem. Oh, naja. Ja, sag ich doch, hinter der Uhr. Ah, die Uhr muss stellen. Es muss hier doch Hinweise geben, die mir weiterhelfen können. Vielleicht können mir die anderen Uhren etwas verraten. Andere Uhren? Ach so. 4 und 9. Irgendwo notiert haben. Na, darf ich? So. Okay. Ich glaube, hier wurden ein paar Leute getötet oder entsorgt. Oh, ein paar sehr viele entsorgt. Ein paar sehr, sehr viele entsorgt. Was? So lange ist das her? Oh mein Gott. Bei einem Baum vom Feuer geküsst.
Gott, ist das lange her. Okay. Also wie gesagt, ich muss nachher die Aufnahme irgendwie verbinden, weil das System ja auch rumgesponnen hat. Mal gucken, wie ich das irgendwie hinkriege, aber kriechen, das weiß ich. Irgendwie schon, lass mir was einfallen. So, jetzt werden wir natürlich... Und was hältst du davon? Sie scheinen alle von ein und demselben Stück Leder zu stammen. Es liegt unter des Adlers Bett, nahe der Burg des Wolfes, bei einem Baum vom Feuer geküsst, gegenüber des Felsens, der nicht passt. Und der Kurs zu einer Insel. Die Symbole sind mir ein Rätsel. Das ist Oak Island. Bin etliche Male daran vorbeigesegelt. Keine bemerkenswerte Insel. Der Ort ist dann wohl der leichte Teil. Ei. Und wir warten nur, dass du bereit bist, dorthin zu fahren. Tatsächlich was gefunden? Ja, und du kommst mit? Am besten. Ah, da oben ist es. Okay, Oak Island. So. Genau. Ich bin etwas nervös, Connor. Die Aussicht auf Captain Kidd's Schatz und die damit verbundenen Mysterien lassen mich nachts nicht schlafen. Na, dann ist er gut. Beruhige dich wieder. Es ist doch nur ein Schatz. Ich dachte dasselbe. Doch bei so viel Aufwand, ihn zu verstecken, kommen mir Zweifel. Okay. Die Schriftrollen führen uns in die Mitte dieser Insel. Entsetzlich weit weg, Captain. Was in aller Welt hat Kidd hier versteckt? Okay. Ich habe keine Ahnung. Hier ist nur Stein. Warte mal, der vom Feuer geküsst, der Baum hier, hier. Ach. Ich weiß es nicht. Doch ich werde es herausfinden. Der ja, das verstehe ich. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Erinner dich, was er schrieb. Bei einem Baum vom Feuer geküsst, nahe der Burg des Wolfes und na bitte. Der Felsen, der nicht passt. Was kann das heißen? Glaubst du, das sind Landmarken? Ich hab's. So. Wahrscheinlich. Oh, ich hab nur 5 Minuten Zeit. Oh, dann muss ich mich ja rasant beeilen. Ah, da. Klar. Halt, da drüben. Ein Baum geküsst vom Feuer. Wir müssen nach Branch. Das ist es. Na bitte. So. Ist das hier der Wolfsfelsen, hä? Soll vielleicht sein? Ja, sehr schön. Das ist es. Ja, so. Okay. Und der letzte jetzt noch. Oh, noch 2,5 Minuten. Naja, okay. Ab durchs Wasser.
Ich hab's. Fertig. So. Alles. Ein Adler. Ich weiß, wo er ist. Wie um alles. Du hast das raus. Deshalb bist du der Kämpfer. Okay. Wir haben hier einen Schatz gefunden. Oh, dann war ich ja. Okay. Oh, nein, nein, nein. Hey, was soll denn das? Ich habe da Leerzeichen gedrückt. Boah. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, nein. Ja. Weil ich einen Schuss auf benutzt habe. Aber ey, das ist ja schneller als sonst immer. Okay. Also nochmal. Keine Fernwaffe benutzen. Ja, super. So, jetzt aber. Nein! So. Oh. Ach Mann, ey. Jetzt aber. Wow. Erster. Kommt her. Nein, 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 nein. Oh, ich hab doch ganz fix gemacht. Was soll denn das? Nee, also. Das verstehe ich nicht. Ich drück so schnell, wie ich die Taste. Sobald die aufleuchtet, drücke ich sie. Hat er nicht gemacht. Ey, tut mir leid, so. Ist mir egal. Halt. Erstmal halten. So. Ist egal. Ich wollte aber. Das war so klack und dann ging gar nichts mehr. Das ist ein verflucht großer Fels. Eine Idee? Etwas Schwarzpulver könnte ihn bewegen. Eine riesige Explosion. Könnte klappen. Würde jedenfalls helfen, die Wölfe zu verjagen. Das ist mal klar. Das sollte reichen. Okay, die üblichen alten roten Fässer. Na. So ein dickes Loch. Okay. Achso, halte E, um zu tauchen. Ach, dann ist das wieder so eine Dingshöhle, wo ich mich dann wieder ganz fix rausbewegen muss, also. Okay, da entlang. Okay.
Ja. Okay. Schöne Kristalle, die erwachsen. Sehen schick aus. Wow. Wie kann das Ding hier drinnen schweben? Und so viel Gold. Dafür hat Captain Kidd also so viel auf sich genommen. Erstaunlich. Okay. Kein Gold. Ah, schnell durch. Ja, 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 ja. Da ist er. Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Bist du wohl auf? Ja. Ich glaube schon. Was ist denn passiert? Was hast du gefunden? Das war's? Nur eine Münze? Mehr war da nicht? Wurde der Schatz schon gefunden? Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich weiß jetzt, warum es Kidd so wichtig war. Wow. Ein Supermagnet. Geil. Geil. Supermagneten haben wir. Obwohl, der stößt Sachen ab. Heißt das kugelsicher? Kleines Ding, nicht wahr? Tja, ich habe meine unfassbaren Kräfte eingesetzt. Und das kleine Ding stammt tatsächlich von der ersten Zivilisation. Ist so eine Art persönlicher Schutzschild. Es induziert ein recht starkes elektromagnetisches Feld. Das erklärt seine Wirkung auf Metall. Und außerdem, warum Kidd der Legende nach als unbesiegbar galt. Dieses Schmuckstück in deiner Tasche kann leicht die Flugbahn einer Musketenkugel ablenken. Raffiniertes Ding, ehrlich. Egal. Dachte nur, du solltest es wissen. Bitte mach weiter. Ja, grandios. Grandios. Wir können damit Kugeln ablenken. So, jetzt holen wir nur noch fix den Doktor. Okay. So, auf nach Boston haben sie gesagt. Da ist der Doktor. Dann werden wir mal gucken, was wir für einen Doktor machen müssen. Naja, da hat dann unsere Gesellschaft einen Arzt. Gucken. Na, da ist er doch schon. Ja, wie ihr seht, auch das hier habe ich alles Templer befreit, komplett. Auch die Forts gemacht, sonst was. Na, schon ganz cool. So. Naja, wie gesagt, habe jetzt auch unten 6 Assassinen-Fähigkeiten. Also 6, ja. Ich habe jetzt 6 Leute, die ich rufen könnte. Ich kann sie auch alle zusammenrufen, dass sie sozusagen mir als Leibwache mitlaufen. Ist echt cool. Ja, also echt cool gemacht, davon abgesehen. Und ja, das werden wir welche auf jeden Fall euch noch zeigen. Aber erstmal machen wir schnell die Siedlermission. Weil das war eigentlich so der Sinn der Sache, die Siedlermission fertig zu machen. Ja, danke schön, dass du alles so hinschmeißt ins Gesicht, du Arsch. Oh. Das verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich auch schon längst gemacht. Warum kommt das nochmal? Ja, Schweine! Jetzt bin ich noch weiter weg. Ich weiß, dass ich doch befreit habe. Das habe ich auch schon längst gemacht. Mensch. Toll, jetzt habe ich nochmal so ein Video dafür nochmal bekommen. Meine Fresse. Rumstützu, so machen das meine Kinder. Ja. Halt, ich bin noch in der Aufnahme. Ja, Papa ist okay. Rumstützu. Und wir müssen hier entlang.
Ja, ist nämlich Abendbrotzeit, deswegen. Aber ich gehe auch gleich Abendbrot essen. Wir machen jetzt nur noch hier den Arzt. Dr. White? Nein, er ist der Trunkenbold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Oh. Ein kleiner Sophie. Ja, kenne ich, Junge. Räumungsverkauf. Alles muss raus. Naja. So geht's. Dr. White. Ja. Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death? Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Okay. Neuer Plan erhalten. Okay, dann... Na, zurück in die Siedlung. Die Schnellreise benutzen. So. Wie gesagt, wir machen nur noch die Siedlung erstmal. Wie gesagt, die Hauptmission ist erstmal irrelevant. Wir machen die Siedlung. So. Ah, guck mal, da haben wir gleich zwei weitere Siedlungsmissionen. Oh, die Folge wird auch extrem lang. Ich merke schon. Ich merke es jetzt schon. Nee. Da kommt man einfach nicht raus. Naja. Ist auch gut so. Macht Spaß. Ja, sage ich auch jedes Mal. Ich komme wieder nicht zum Abendbrotessen. Mann. Aber ich will auch nicht mittendrin aufhören. O'Connor, hast du einen Moment? Ja, klar. Was gibt es, Prudence? Tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber Warren ist mit unserer Ernte auf dem Markt in Boston. Könntest du das Vieh zusammentreiben? Ich hab's versucht, aber das Kind in meinem Bauch nimmt mir den Elan. Natürlich. Ich kümmere mich darum. Okay. Hopp, hopp! Da lang! Ja, ich weiß gar nicht, wohin. Nicht da. Einfärschen. Ach, da hinten muss ich aussehen. Dass ich nicht alles auf mich nehme. So. Nein! Geh da rein. Na los, ab in den Pferch. Schweini. Hopp, hopp. Da lang. So. Alter. Nein. Du alter Schwein, du. So.
Okay. Alle drinnen. Danke sehr, Connor. Das hätte ich allein nicht geschafft. War mir ein Vergnügen. Geht es dir gut? Oh ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Warren und ich haben so lange darauf gewartet. Und um ehrlich zu sein, es gibt keinen besseren Ort, eine Familie zu gründen. Das ist gut zu hören. Oh, jetzt haben sie eine Mühle. Sehr schön. Jetzt wird auch richtig Mehl gemahlen. Ohne einzelne Handarbeit, sondern maschinell eher mehr. So. Wie sieht's denn jetzt hier mit seiner Liebe gestehen aus? So. Ein Stück weiter rennen. Obwohl, wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz hier eine Pause. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ja? Weil man kann... Da tut meine Frau nicht rummeckern, okay? Also bis gleich.